Letztlich geht es darum, dass die Menschen selbst befähigt sein müssen, ihre Zukunft prospektiv zu gestalten, also über Zukunft positiv nachzudenken und zu wissen, wie man damit umgeht, mit all den Dingen. Also was muss man wissen, wie resilient muss man sich aufstellen, wie lernt man, wie fühlt man sich eben auch als aktiver Teil der Zukunft und nicht nur als passives Opfer. Das sind alles Dinge, die für eine Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt total wichtig sind. Wenn das nicht passiert, hat man das Problem, dass radikale Kräfte genau diese Unsicherheit und Unzufriedenheit nutzen können für alle ihre Propaganda. Willkommen beim Durchwächter-Podcast. In unserer 44. Folge hören wir den Bildungsexperten und ehemaligen Berufsschullehrer Sönke Knutzen. Er ist Studiendekan für Technologie und Innovation in der Bildung an der TU Hamburg und darüber hinaus Geschäftsführer der Hamburg Open Online University, abgekürzt HU. Dabei handelt es sich um ein offenes Lernangebot für alle, das akademische Bildung von Kunst über Ingenieurwissenschaften und Sozialwissenschaften bis hin zu Medizin anbietet. Für Sönke Knutzen ist der freie Zugang zu hochwertiger Bildung selbstverständlich, ja sogar eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Weil möglichst viele Menschen die gesellschaftlichen Umbrüche und neuen Technologien verstehen und mitgestalten sollten. Das klingt etwas theoretisch. Sönke Knutzen aber bringt das Thema in die Praxis. Er erdet sozusagen die großen Bildungsideen. Wo ein Weg gefunden werden muss, da sucht und gestaltet der Hamburger. Er ist Vordenker, Macher und auch Mutmacher zugleich. Das beweist er auch mit dem neuen SDG-Campus, den der Studiendekan Sönke Knutzen mitinitiiert hat. Es ist eine neue Lernplattform, wo Studierende aller Fachrichtungen speziell technologiebezogene Nachhaltigkeitskompetenzen studieren können. Was es genau mit diesem Campus auf sich hat, erzählt Sönke Knutzen in dieser Folge. Hier berichtet er auch, warum die Schule nicht mehr vernünftig auf die Zukunft vorbereitet und was er über die Grenzen der eigenen Kreativität denkt. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. Der Schlüssel dazu liegt ja bei den Menschen selbst. Wenn die Menschen selbst zuversichtlich sind, zuversichtlich in die Zukunft gucken, wenn die wissen, wie man mit den Dingen gut umgehen kann und umgehen sollte, dann fühlt sich das nicht so verzweifelt an, sondern dann fühlt sich das gut an. Man ist Akteur oder Akteurin dieser ganzen Entwicklung. Also damals, schon in den 80er Jahren, gab es ja von Ulrich Beck das Buch Risikogesellschaft, wo beschrieben wurde, dass es so eine zunehmende Lücke gibt zwischen technologischer Entwicklung und gesellschaftlicher Beurteilung. Damals mit Gentechnologie, Atomenergie und so weiter. Ne? Also es gibt eine Technologie, die ist auch da, die wird auch schon eingesetzt, aber die Gesellschaft hat sich noch gar nicht richtig entschieden, ob sie das eigentlich gut oder schlecht findet. Und damals in den 80er Jahren hat er schon beschrieben, dass dieses Cultural Gap, also diese Lücke zwischen Beurteilung und Entwicklung, immer größer wird. Und inzwischen merken wir, die ist riesig. Es kommt fast im Halbjahres- oder Monatsrhythmus kommen neue Technologien und wir haben keine Ahnung, ob wir es gut oder schlecht finden. Finden wir KI gut oder schlecht? Gibt Vor-, gibt Nachteile. Aber jetzt hat jetzt heute nochmal gelesen, dass OpenAI sagt, eigentlich müsste der Staat die Möglichkeiten von KIs begrenzen. Das können die Unternehmen gar nicht so gut. Ja, aber wer ist der Staat? Der Staat sind ja letztlich wir. Gesetzgebung über Demokratie folgt ja über so eine Willensbildung in der Gesellschaft. Aber wie sollen wir das denn machen? Weil die Dinge sich so schnell verändern. Und da merkt man jetzt, glaube ich, schon, dass wir doch an so einem Kipppunkt eigentlich sind. Also dass die Entwicklung und Beurteilung ist schnell und überfordert, glaube ich, auch viele. Und das macht auch vielen Leuten zu Recht auch Sorgen und Angst. Das darf man ja nicht unterschätzen, ne?
Also alles, was wir so in Entwicklungen haben, ob Digitalisierung und Globalisierung und viele Themen, die jetzt so global und übermächtig wirken und das Leben so schnell verändern, dass man gar nicht hinterherkommt, das macht natürlich auch Angst und Sorge. Das darf man nicht unterschätzen und auch darauf, glaube ich, muss man unbedingt reagieren. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass viele Themen eigentlich viel zu heiß gegessen werden. Das pusht sich alles so hoch. Also was wurde wieder geredet von diesem Winter? Das wird der Nachkriegswinter und wir werden alle im Dunkeln vor einer Kerze sitzen und so. Und am Ende ist überhaupt nichts passiert. Der Gaspreis ist niedriger als vor dem Ukraine-Krieg. Also wir neigen, vielleicht liegt das auch vielleicht in unserem deutschen Wesen, aber wir neigen sehr zur Panik und zur totalen Übertreibung der Sachen. Und deswegen werden die Dinge, die sowieso schon herausfordernd sind, nochmal viel schlimmer gemacht. Das ist ja nicht gut, sondern vielleicht muss man sich wieder so ein bisschen so einen kühlen, klaren Kopf angewöhnen und Blick auf die Dinge und mal sagen, was ist denn jetzt wirklich? Aber das muss man sich mal vorstellen. Also das ist vielleicht auch nochmal zu dieser Panik, die wir gerade so spüren. Wenn jetzt Tschernobyl passieren würde, was jetzt los wäre, das muss man sich mal überlegen. Also dann wären wir alle in unsere Keller eingesperrt, die Spielplätze wären wieder mit Flatterband abgeklebt. Und da, was war denn da? Da hat man gesagt, oh, bitte Wäsche nicht raushängen und möglichst keine Pilze essen. Das war es im Prinzip. Was wäre jetzt los, wenn sowas passieren würde? Und da merkt man auch, dass wir möglicherweise an der einen oder anderen Stelle etwas übertreiben. Meine Mutter kommt aus der Nachkriegs- oder eigentlich aus der Kriegsgeneration noch. Ist 34 geboren, also auch kennt Flucht, kennt Armut, kennt Krieg, kennt alles Mögliche. Und an ihr kann man sich immer ein gutes Beispiel nehmen, wie man mit solchen Problemen umzugehen hat. Nämlich erstmal gucken, was passiert. Sonst wird man ja verrückt. Also erstmal gucken, was passiert und wie man damit klarkommt. Und das haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen abgewöhnt. Wir sind jetzt so voller Sorge, was passieren könnte. Ich habe mir übrigens ein bisschen angewöhnt, bei Nachrichten immer auf Könnte-Nachrichten zu hören und die einfach auszublenden. Also was könnte passieren? Ne? Was könnte? Klar, könnte alles Mögliche passieren. Könnte ein Atomkrieg passieren oder könnte sonst was passieren. Aber was hilft einem jetzt im Moment? Und die Sorgen, die man aus diesen ganzen Könnte-Nachrichten ablesen würde, die versauen einem ja das ganze Leben. Deswegen, ja, kühler, klarer Kopf. Und dazu ein bisschen, und können Universitäten was beitragen? Und da spielt die Hamburg Open Online University und auch der SCG Campus und auch das, was wir für die Lehrerinnen und Lehrer mit dem Learning Lab angeboten haben, das spielt eine wichtige Rolle dabei. Also ist eigentlich ja, so eine Befähigung, dass die Leute mit ihrer Welt gut, sehr gut klarkommen und sie mitgestalten können. Das ist eine gute Aufgabe für Universitäten, finde ich. Also wenn man sich mal anschaut, was die letzten 20 Jahre passiert ist oder 22 Jahre, also vielleicht von dieser 2000er Welle, wo das Internet so durch die Decke ging und dann kam 2007 das iPhone und auf einmal war es eine andere Welt. Also es gibt ja so Kipppunkte eigentlich tatsächlich. Die Welt vor Google ist eine andere als die Welt nach Google. Vor dem iPhone und nach dem iPhone. Und jetzt haben wir KI und ChatGPT. Also auch das wird auch wieder so ein iPhone-Moment sein, wo man sagt, oh, weißt du noch, damals es noch keine KIs gab? Können Sie sich keiner mehr vorstellen irgendwann. Und man merkt jetzt schon an dieser kurzen Zeit, dass wir in dieser kurzen Zeit, 20 Jahre, drei von solchen, finde ich ja fast paradigmatischen Sprüngen hatten in der Technologieentwicklung, merkt man, wie schnell es geht. Also was man früher mal dachte, man hätte irgendwann mal ausgelernt, sieht man schon, das ist ganz offensichtlich nicht so. Weil die Dinge eben zu schnell sind oder auch zu disruptiv sind. Das kann alles verändern, auch jetzt diese ganze KI-Geschichte. Kein Mensch kann es richtig absehen, was das bedeutet. Jetzt entlassen wir aber unsere Studierenden in 40 Jahre Arbeitsleben. Nach der beruflichen Ausbildung übrigens auch. 40 Jahre Arbeitsleben. Und jetzt guckt man aber 20 Jahre zurück und denkt, oh, in 20 Jahren hat sich das alles getan. Man weiß ja gar nicht mehr, wie man früher im Urlaub eine Adresse gefunden hat. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Man hatte ja nicht von jeder Stadt einen Stadtplan. Ich weiß keine Ahnung, wie man das gemacht hat damals. Weil das so normal wird, dass man jetzt irgendwie mit seinen Maps da auf dem Handy da irgendwie eine Route einstellt und so. Und das wird in Zukunft auch so sein. Das heißt aber, dass die Leute ja immer permanent lernen müssen. Aber was lernt man jetzt eigentlich, wenn man nicht weiß, was die Technologie sein wird oder wie vielleicht Geschäftsmodelle aussehen werden in Zukunft. Und daran merkt man schon deutlich, dass sich das, was man lernen muss, total verschoben hat. Also wenn wir uns den deutschen Qualifikationsrahmen angucken, dann sagt er ja, es gibt zwei große Kompetenzbereiche. Eine Fachkompetenz und eine Personalkompetenz. Die Fachkompetenz orientiert er oder teilt er auf in Wissen und Fertigkeiten. Also ich muss was wissen und ich muss es auch können. Und die Personalkompetenz in Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Also ich mit anderen und ich mit mir selbst. So, Schule, immer noch, finde ich, konzentriert sich ja sehr stark auf kognitives Wissen, kaum Fertigkeiten. Und Soziales und Selbstkompetenzen fast gar nicht, kann man sagen.
Wenn man jetzt aber sagt, naja, du wirst 40 Jahre wirst du lernen müssen und du wirst dich mit Technologien auseinandersetzen müssen, die heute kein Mensch kennt, weil es sie schlicht noch nicht gibt und möglicherweise auch gesellschaftlichen Veränderungen, die dadurch impliziert werden, die man heute auch noch nicht absehen kann, dann ist das natürlich hauptsächlich in der Selbstkompetenz verortet. Also die Bereitschaft, lernen zu wollen, sich entwickeln zu wollen, auch die Fähigkeit, lernen zu können, sich zu motivieren, natürlich auch die Selbst-, die Sozialkompetenz, dass man das nicht alleine macht, sondern mit seinen Peers und entwickelt. Es hat natürlich auch was mit Wissen zu tun oder auch was mit Fertigkeiten zu tun. Aber eigentlich verschiebt sich das Spektrum dessen, worauf wir den Fokus legen sollten in der Lehre, sehr stark auf das, wie wir die Leute persönlich befähigen, mit einer unsicheren Zukunft klarzukommen, dass sie souverän durch ihr Leben kommen können und Gesellschaft nicht nur erdulden, sondern gestalten. Und auch Technik nicht nur erdulden, sondern gestalten. Das müssen wir machen. Und das ist vielleicht auch das, was mich jetzt in den letzten Jahren, ich habe bisher viele Stationen gemacht, ich war 7 Jahre Vizepräsident für Lehre hier an der TU, ich habe die Hamburg Open Online University mitgegründet, ich habe jetzt den SDG Campus mitgegründet, wir haben das Digital Learning Lab gegründet und mit der Schulbehörde aufgebaut. Also ganz viele Dinge, die immer in diese Richtung zielen. Also immer befähige die Leute, klarzukommen mit den Unsicherheiten, die die Zukunft halt in sich trägt. Das ist die Aufgabe von Bildung, finde ich. Und wenn ich mir das manchmal anschaue, was mein Sohn denn doch noch irgendwie lernen und lesen muss in der Schule, denke ich, kommt mir so vor wie früher. Ich war ein lausiger Schüler. So fing es schon mal an. Irgendwie konnte ich mit der Form, wie Schule Wissen dargeboten hat und wie es abgefragt wurde, irgendwie kognitives Wissen, wo man irgendwie nicht wusste, wofür man es lernen soll. Irgendwie konnte ich mit Schule nicht viel anfangen. Deswegen habe ich nach der 10. Klasse erstmal gesagt, ich mache was anderes. Und habe dann eine Lehre angefangen als Elektroinstallateur. Damals hieß das noch so, jetzt wäre es Elektronik, Energie und Gebäudetechnik. Das war auch gut und da habe ich auf einmal festgestellt, dass Lernen Spaß machen kann. Weil die berufliche Bildung hat ja in ihrer DNA sozusagen diese Verbindung von Fachlichkeit und Theorie, wo immer alles zusammenfließt ineinander. Also das, was man in der Schule lernt, kann man im Betrieb anwenden und was man im Betrieb gelernt hat, kann man in der Schule reflektieren. Das hat mir total gut gefallen. Das war was ganz anderes, als ich Schule bisher kannte. Auf einmal hat Lernen wieder Spaß gemacht. Deswegen bin ich dann weitergegangen. Also habe dann noch Fachabitur nachgemacht und dann studiert an der Fachhochschule hier in Hamburg Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Das fand ich auch gut. Aber ich fand es ein bisschen zu blutleer, kann man sagen. Also zu wenig Menschen, irgendwie zu wenig drumherum. Und deswegen habe ich da nochmal Elektrotechnik weitergemacht, aber auf Lehramt mit Politik, also Berufsschullehramt. Das war es dann eigentlich. Das fand ich richtig gut. Ich fand es auch an der Berufsschule richtig gut. Ich mochte die Berufsschülerinnen und Berufsschüler total gerne. Ich mag auch Berufsschule total gerne. Aber dann kam mir doch nochmal das Angebot von der Universität, nicht, ob ich nicht promovieren wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Also man merkt jetzt schon, wenn ich es erzähle, ne, irgendwie so im Nachhinein klingt das wie ein Plan. Aber als man so dabei war, hat man immer wieder neue Entscheidungen getroffen auf dem Weg, wie das so ist im Leben. Ich hatte ja das Glück in den 2000er Jahren, als das Internet und Multimedia und als das alles so losging, das Web 2.0 und das war ja noch weit vor dem iPhone. Auf einmal war so eine Goldgräberstimmung. Man konnte auf einmal Dinge machen, die man nicht machen konnte vorher. Wenn ich das meinen Studierenden erzähle, den jüngeren Leuten, dass man damals keine E-Mail hatte, der Handy sowieso nicht und dass man auch im Studium noch ohne Computer gearbeitet, handschriftlich hat man da irgendwelche Messprotokolle aufgeschrieben, weil man gar keinen Computer hatte. Das ist ja eine irre Welt und auf einmal 2000, bam, war alles da. Und das war gerade die Zeit, als ich fertig war mit der Promotion und habe dann mit meinem Sandkastenfreund eine Internetfirma aufgemacht, wo wir E-Learning-Systeme entwickelt haben. Auch fürs BMBF und andere, also richtig gut eigentlich, in einer Hamburger Kneipe beim Großneumarkt. Damals hieß die Kneipe Sperl für die Althamburger, war eine Institution und die stand dann aber auch schon länger leer. Also so eine Eckkneipe, ein richtig, richtig tolles Ding. Die haben wir umgebaut zur Medienagentur. Und mein Freund Thorsten Apolat ist Musiker und war damals schon sehr stark in diesem ganzen Multimedia- und IT-Bereich. Und ich kam ja aus der Pädagogik und wir haben beim Dartspielen haben wir einfach gesagt, wie kriegen wir das eigentlich zusammen, was wir beide so können? Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt. Wir gucken mal in Richtung E-Learning-Systeme. Das war einfach toll, weil man so frei denken konnte und so frei arbeiten konnte. Das war wirklich Goldgräberstimmung damals. Man konnte alles machen. Alles war denkbar. Und das war auch noch nicht so streng reglementiert, wer jetzt überhaupt Anträge stellen darf, sondern man war froh, wenn Leute irgendwie die Energie hatten und die Kreativität hatten und so solche Dinge machen zu wollen. Deswegen, so ein kleines Zwei-Mann-Startup konnte man E-Learning-Systeme fürs BMBF machen. Und sogar sehr erfolgreich. Also es war sogar auch schon ein Nachhaltigkeitsthema tatsächlich. Es gibt so Berufsvorbereitungssysteme, also Kinder, die jetzt noch unter die Schulpflicht fallen, also noch nicht 18 sind, aber keinen Ausbildungsplatz gekriegt haben.
Die müssen in solchen Übergangssystemen noch beschult werden. Und das ist aber meistens so, dass diese Systeme sehr schulisch sind. Und die Kinder haben jetzt ja schon 12 Schulmisserfolgsjahre hinter sich. Die haben da überhaupt keine Lust, um noch ein weiteres Jahr Deutsch und Englisch und Mathematik zu machen. Also, die wollen was anderes machen. Und da gab es damals in Hamburg eine ganz tolle Schule von einem ganz tollen Schulleiter, Berthold Thielecke. Der hat so Produktionssysteme da gebaut und Sachen, für die Schüler tatsächlich was sind. Und der hat ganz viele Recycling-Sachen auch aufgebaut. Also der hat eine Elektronikschrott-Recycling-Werkstatt aufgebaut, eine Kfz-Recycling-Werkstatt aufgebaut, hat auch ein Restaurant aufgebaut sogar, wo also auch Leute aus der Umgebung essen gehen konnten. Und das hat er alles mit den Schülerinnen und Schülern damals gemacht. Und weil man eben für diese Recycling-Sachen auch doch ein bisschen wissen muss, natürlich die Materialien, wie baut man sie auseinander und so weiter. Für diese Schüler damals haben wir so Recycling-Lernsoftware gemacht, also für Kfz und Elektroschrott. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und aus der Zeit kommt bei mir so diese Verbindung von digitalem Lernen und vielleicht auch diesem Bild, was ich habe, wenn ich über Lehre und Lernen nachdenke. Das ist in dem Buch von Bregman, der holländische Historiker des Utopien für Realisten. Gibt es eine schöne Geschichte, ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber das ist der Unterschied zwischen einem Streik der New Yorker Müllleute und der irischen Banker. Und die New Yorker Müllleute wollten mehr Gehalt haben und der Bürgermeister hat gesagt, können wir uns nicht leisten, kriegt ihr nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann holen wir den Müll nicht ab. Und diesen Streik konnte die Stadt New York gerade 6 Tage durchhalten und dann war es vorbei. Dann war so viel Müll auf den Straßen und so chaotisch, dass man der Forderung nachgeben musste. 6 Tage hat es gedauert. Und dann hat man gesehen, das ist ein wichtiger Job offensichtlich für die Stadt. Die irischen Banker haben es auch versucht, die wollten mehr Geld haben, aber es hat keinen interessiert. Und die irischen Banker mussten nach einem halben Jahr ihren Streik abbrechen, weil sich inzwischen ganz andere Zahlungssysteme und ganz andere Leihsysteme über die Pubs in Irland und so weiter ausgeprägt hatten. Nach 6 Monaten mussten sie unverrichteter Dinge ihren Streik abbrechen, weil alle gedacht haben, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich, um nochmal zu gucken, was braucht man dringend und wo wird eigentlich Geld verdient derzeit? Und dann denkt man, irgendwas ist hier in einer Schräglage. Wir schätzen halt Facharbeit nicht, gesellschaftlich nicht wert genug. Wo wird das Geld verdient? Das Geld wird ja nicht bei denen verdient, die lauter Dinge machen, die für uns als Gesellschaft total wichtig sind. Man steht morgens auf. So, und dann ist alles Mögliche schon für einen gemacht. Die Zeitung ist gedruckt, der Bäcker hat schon Brötchen gebacken, der Supermarkt ist eingeräumt, die Müllabfuhr kommt. Lauter Dinge, die für einen rundherum organisiert werden. Wofür man gar keine Wertschätzung und Dankbarkeit hat, sondern ist halt so. Aber wenn man drüber nachdenkt, wer alles was für einen macht am Tag, dann sind das sehr viele. Und das sind meistens eben doch Leute, die irgendwo in der Facharbeit unterwegs sind. Und die gesellschaftliche Wertschätzung, die sich natürlich sowohl im Image als auch im Geld ausdrückt, finde ich, ist total unangemessen für die Jobs, die man macht. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn ganz viele Leute sagen, ach, dann mache ich was anderes. Dann studiere ich, dann verdiene ich mehr Geld, dann habe ich mehr Anerkennung und so weiter. Naja, wohin das führt, sehen wir jetzt ja gerade. Man findet kaum noch Leute für irgendwas. Und das wird sich mit Sicherheit ändern, weil man zukünftig wahrscheinlich viel Geld verdienen kann, wenn man eine gute Facharbeit ausführt. Und dann stimmt das auch wieder mit dem Geld. Und wahrscheinlich ist das ja ein selbstreparierendes System. Also klar, tut einem schon irgendwie leid. Wir bilden ja hier nach wie vor Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer aus für unterschiedliche Fachrichtungen. Hier im Institut und auch im Dekanat. Und ich fände es natürlich auch toll, wenn mehr Studierende hierher kämen. Und kannst du nur sagen, man kriegt hier auch ein ganz tolles Studium. Und es ist hinterher auch ein ganz, ganz toller Job. Und ich glaube, wie gesagt, dass Facharbeit auch wieder im Image und in der Bezahlung wachsen wird. Und dann repariert sich das System. Wir hatten neulich eine ganz interessante Situation, als wir drüber sprachen, so die Rolle von Universitäten mit Studierenden. Und da sagte ein Studierender, ja, ihn hätte das ein bisschen enttäuscht mit ChatGPT, dass wir Universitäten ihn nicht vorher darauf aufmerksam gemacht hätten, was da kommt, weil das er dann aus der Zeitung erfahren und da gemacht und so. Und da habe ich gedacht, es gibt ein Missverständnis. Das Missverständnis ist nämlich, dass wir Universitäten noch in der Lage sind, in diesen Sachen die Technologien zu entwickeln. Also offensichtlich war in seiner Welt, wir Universitäten haben es entwickelt und haben es der Industrie zur Verfügung gestellt. Aber schon lange ist es ja so, dass in diesen Bereichen uns die Unternehmen mit den Milliarden und Milliarden, die sie für Forschung ausgeben können, weit überlegen sind. Das ist natürlich eine unangenehme Situation, muss man sagen. Das wäre natürlich schön, wenn staatliche Universitäten noch Entwicklungsmonopole hätten irgendwie auf technologische Entwicklung oder wenigstens wüssten, wie genau das passiert und wann das passiert und so. Aber wir haben jetzt ja schon eine Situation, wo so viel Geld
in diesen Unternehmen ist, wie Microsoft und Google und anderen, dass wir da als Universitäten bestenfalls noch nachvollziehen können, was da passiert. Also die Mitgestaltung ist da tatsächlich schon schwierig. Und ja, da habe ich gedacht, ja, okay, das ist ein falsches Bild. Wir konnten es leider nicht vorher sagen, weil wir es leider vorher nicht wussten. Ja, da kommen wir Universitäten in diesen Feldern nicht hinterher. Das heißt aber, wir müssen unsere Rolle dann eben gut finden da drin. Also wir wollen ja nach wie vor mitgestalten. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die Universitäten unbedingt haben müssten. Denn sonst dominieren ja irgendwann die Konzerne alles, die Politik, die Wirtschaft, alles. Das wollen wir ja nicht. Deswegen muss man die Prozesse schon mitgestalten. Aber da hinterher zu kommen in diesen ganzen Bereichen, ist schon auch eine Herausforderung. Es gibt ja ein ganz tolles Projekt, auch vom BMBF, den KI-Campus. Also ähnliche Idee eigentlich, wie wir es auch mit dem SDG-Campus machen, dass also thematisch gebündelt in einer Plattform Informationen eben da zum Thema KI ist. Ich glaube, wir müssen uns in allen Bereichen damit beschäftigen. Und nochmal wieder, wenn man sich den Bildungskanon der Schulen anguckt, dann ist man von diesen Technologien wirklich weit weg. Das ist wirklich weit weg. Das ist doch noch viel curriculare Elemente und inhaltliche Elemente, die eigentlich in meiner Schulzeit schon da waren. Das muss nicht alles schlecht sein, aber die Dinge fehlen natürlich. Also man lässt ja Leute jetzt auf eine Welt los, die von KIs natürlich auch stark geprägt werden. Und nicht nur von KIs, von Digitalisierung, von Automatisierung, von allen möglichen Themen. Darauf müssen wir die Leute ja irgendwie vernünftig vorbereiten. Ich bin jetzt gar nicht so ein Freund von so einer monothematischen Ausrichtung auf Informatik oder Digitalisierung oder sowas. Das ist ein Thema, was alles so durchdringt. Das wird die berufliche Bildung durchdringen in allen Bereichen. Das wird die allgemeine Bildung, die Hochschulbildung, das wird unser aller Leben so durchdringen, dass man einfach was davon wissen muss. Also man muss nicht unbedingt eine KI programmieren können und man braucht vielleicht auch kein tiefes Verständnis von Algorithmen, aber man braucht überhaupt ein Verständnis von Algorithmen und überhaupt den Dingen, die da so passieren im Internet. Und das ist einfach so ein kulturelles Basiswissen, glaube ich, was wir jetzt brauchen und was wir noch an keiner Stelle richtig gezielt fördern, ist mein Eindruck. Was kann man machen? Also was wir tatsächlich tun, ist ja mit unterschiedlichen Plattformen, also der Kompetenzwerkstatt für die berufliche Bildung, mit dem Learning Lab für die Schule, mit der Hamburg Open Online University für die Universitäten und dem SDG Campus auch nochmal für die Universitäten, an unterschiedlichen Bereichen immer genau darauf abzuzielen. Also immer Lernangebote zu machen, Modelle zu entwickeln, Technologie zu entwickeln, die helfen können, Curricula anders zu machen, Unterricht anders zu machen, Ausbildung anders zu machen. Also das machen wir eigentlich. Obwohl wir natürlich grundsätzlich in Deutschland schon ein relativ starres Bildungssystem haben durch diese ganzen Bildungspläne und die Akkreditierung, die wir haben, die dann doch auf sieben Jahre ist ja eine lange Zeit, wenn wir uns technologische Entwicklungen angucken. Und so lange lässt man das ja am liebsten so, wie es ist, weil man sonst ja schon wieder akkreditieren müsste und Änderungsanzeigen machen muss und so. Ja, genau. Also die Geschwindigkeit ist natürlich schon eine Frage oder Flexibilität. Und wenn man sich die Curricula in der beruflichen Bildung anguckt, die ja Lernfelder haben, das ist ja schlau gemacht. Weil die Lernfelder sind bewusst technologieoffen formuliert. Bewusst. Weil man weiß, dass diese Prozesse, neue Lernfelder zu machen, dauert 10, 15, manchmal 20 Jahre. Eine irrsinnige Entwicklung, wenn wir uns Technologien angucken. Und deswegen sind die extra so offen formuliert, dass die Curriculumsarbeit an den Schulen passiert und zwar immer mit den Betrieben gemeinsam. Das heißt, die gucken immer, welche Inhalte brauchst du denn gerade so aktuell oder auch in der Region und können dann die Projekte so gestalten, dass das da reinpasst. Das heißt, das Curriculum hat absichtlich die Offenheit, dass man es temporär und auch regional anpassen kann. Sehr coole Idee. Heißt natürlich auch was, weil viel Curriculumsarbeit dann eben permanent und an den Schulen gemacht werden muss, aber dadurch kann man es aktuell halten. Wenn wir uns mal angucken, zum Beispiel Kfz-Mechatronik, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Also wie Autos jetzt sind und wie die vor 15 oder 20 Jahren waren. Jetzt haben wir nicht nur die Antriebstechnik, die komplett neu ist. Wir haben jetzt auch einmal Elektroantriebe, wir haben Wasserstoffantriebe. Aber innen drin haben wir ja eine ganz andere Elektronik. Wir haben Unterhaltungssysteme da drin mit was weiß ich, Musikanschlüssen, mit Internetanschlüssen. Wir haben Navigationssysteme drin, wir haben alles Mögliche drin. Das heißt, das sind ja fahrende Computer, die aber jetzt nicht mehr zwingend mit einem Verbrennungsmotor, sondern auch mit anderen Motoren arbeiten können. Wenn wir das festgeschrieben hätten vor 20 Jahren, wie Autos aussehen und was die Kfz-Mechatroniker zu lernen hätten, dann hätten wir jetzt ein richtiges Problem in den Werkstätten. Nur dadurch, dass das so technologieoffen ist, ist man in der Lage, immer wieder darauf zu reagieren, was technologisch passiert. Das wäre doch eine feine Idee für Universitäten. Also wenn wir da auch eben so technologieoffen die Curricula machen können, wenn wir nicht so streng beschreiben müssten in den Modulhandbüchern, welche Inhalte gelehrt werden müssen und so, sondern wenn man sagen kann, das ist der Rahmen, in dem wir uns beschäftigen und das, was wir halt brauchen, was draußen sozusagen gebraucht wird oder was wir aus der Forschung reinbringen wollen, das definiert die Inhalte.
Die Ziele, die Kompetenzen liegen fest, aber die Inhalte passen wir an auf das jeweilige, was wir brauchen. Der Trick, finde ich, der damals 96 mit den Lernfeldern gemacht worden ist, ist wirklich klug, dass man sagt, wir teilen ganze Berufe in 13 Felder auf, so ist es ungefähr, bei einer dreieinhalbjährigen Ausbildung sind es ungefähr 13 Lernfelder und diese Lernfelder beschreiben die Prozesse, die gemacht werden müssen, nicht die Technologie, sondern die Prozesse, die gemacht werden müssen. Also was sind die Kernarbeitsthemen, die in dem Beruf gelernt werden müssen? Und darunter steht dann immer so eine Kompetenzbeschreibung, also was die Auszubildenden am Ende können und wissen müssen und wie sie zu agieren haben. Aber es stehen praktisch gar keine Inhalte drin. Manchmal gibt es so exemplarische Inhalte, so eine kleine Liste, 5, 6 Spiegelstriche unten dran. Rest ist alles offen. Das heißt, 100 Stunden Unterricht werden auf einer halben DIN A4-Seite beschrieben. Mehr Vorgaben gibt es nicht. Das ist alles. 100 Stunden Unterricht, halbe DIN A4-Seite. Und daraus müssen jetzt eben die Lehrerinnen und Lehrer an den Berufsschulen den Unterricht entwickeln. Und dazu haben eben Falkowo und ich dieses Modell Kompetenzwerkstatt entwickelt, wie man eben genau das macht. Also wie analysiert man dann in den Berufen eigentlich die Technologien und die Prozesse, die relevant sind? Wie beschreibt man die Technologien? Wie macht man Projektunterricht dazu? Wie macht man Unterricht dazu? Wie stützt man den digital? Wie fördert man alle Kompetenzen, die man braucht? Also das ist in dieser Kompetenzwerkstatt-Idee drin, dass man die Sachen von draußen reinholt in die Berufsschule und dann Bildungsprozesse, nicht Ausbildung. Also nicht, es geht nicht nur darum, das zu machen, was die Industrie will. Es geht immer noch um Bildung, aber man macht es eben so, dass es passt zu der jeweiligen Zeit und zu der jeweiligen Technologie. Naja, und so ein Modell eigentlich für Universität wäre gut. Wenn wir gerade mal das Bachelorstudium angucken, das Bachelorstudium ist ja doch eigentlich, muss man sagen, an den meisten Universitäten relativ, vielleicht auch wie die EU das will, auf Employability, also auf die Arbeitsfähigkeit ausgerichtet. Und da steckt jetzt nicht so viel Forschung drin, wenn man ehrlich ist. Also die Dinge könnte man schon so machen, dass man Theorie und Praxis in Projekten mit aktueller Technologie, dass man das auch gut verbinden könnte und auch schneller vielleicht reagieren könnte auf neue Entwicklungen. Man macht natürlich gerne Dinge, die einem selbst wichtig vorkommen. Ich glaube, es sind immer so die Menschen, mit denen man zusammengekommen ist und die einen dann inspiriert haben. Ich hatte das Glück, immer ganz tolle Mentoren zu haben. Also der damalige Schulleiter, von dem ich schon erzählt habe, Bertolt Thielicke, der eben diese Produktionselemente in diese Schule für diese Berufsschulübergangssysteme entwickelt hat und da wirklich so vielen Menschen geholfen hat. Und das war auch viel Durchsetzungskraft, die ja dann, was ich den Behörden gegenüber noch, das kostet natürlich viel mehr Geld, als wenn man Leute in den Unterricht stopft und da was an die Tafel schreiben lässt. Man baut ja Werkstätten auf. Aber das hat er halt gemacht, weil er davon überzeugt war. Und ich habe viele solche Leute gehabt, die einfach so mit so einem klaren Blick gute Dinge gemacht haben. Also mein Präsident damals an der Universität hier, mit dem ich zusammen war im Präsidium, Gerhard Andranikian, ist so ein Mensch, der einfach immer an andere denkt und immer versucht, die Dinge gut zu machen für andere Leute. Mein Doktorvater Josef Bangalos hier im Institut, auch jemand, der einfach so ein tolles Menschenbild hat und immer guckt, wie man Leute unterstützen kann. Wenn man das Glück hat, in seinem Leben an unterschiedlichen Stationen immer wieder mit solchen Leuten zusammen zu sein, dann wird man irgendwann selbst so, hoffe ich. Ne? Also ich will mich jetzt gar nicht mit den Leuten vergleichen, die sind ja auf einem ganz anderen Niveau, aber ich versuche dann trotzdem, mich immer dran zu orientieren, was meine guten Mentoren so getan haben für die Welt und versuche es auch. Die Frage ist ja immer, wie kriegt man Dinge überhaupt zum Laufen? Wie passiert das überhaupt? Und wenn ich jetzt nochmal an meine eigene Entwicklung denke, also auch das wieder angefangen in der Kneipe damals mit meinem Sandkastenfreund, dann haben wir die Dinge eigentlich alle selbst gemacht. Alles, was wir gemacht haben, haben wir selbst gemacht. Also wir haben die Dinge selbst gezeichnet, selbst programmiert, selbst animiert. Wir haben die Arbeitsprozessanalysen gemacht. Wir hatten dann auch noch ein paar Leute dazu, die wir uns dazugeholt haben, auch einen lieben Kollegen aus Bremen, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite, Falk Hofen, mit dem ich auch in der beruflichen Bildung nochmal viele tolle Dinge gemacht habe. Wir haben alles selbst gemacht, wirklich alles, von Anfang bis Ende. Das ist auch toll geworden, aber es skaliert natürlich nur begrenzt, weil man irgendwann ja immer an die Grenze seiner eigenen Zeit und auch natürlich an die Grenze seiner eigenen Kreativität kommt. Also man kann das, was man kann, was man nicht kann, das findet denn da eben auch nicht statt. Jetzt vielleicht der Unterschied zu den Dingen, die ich jetzt mache, ist, dass es viel mehr über Netzwerke und über auch die Freiheit der Kreativität der Leute läuft. Also die Leute sollen dann machen, was sie können und was sie wollen. Und es entwickelt sich eben so aus dem Netzwerk. Je mehr wir kooperieren miteinander, desto besser ist das natürlich. Und Digitalisierung ermöglicht uns so viele Dinge, so viele neue Kooperationsformen. Klar, wir kriegen ja Know-how aus unterschiedlichen Standorten zusammen. Man kann auch Synergien schaffen an einigen Punkten, aber vor allen Dingen kann man die
tollen Expertinnen und Experten, die wir haben an den unterschiedlichen Standorten, sichtbar machen und nutzbar machen für andere Standorte. Das ist ja auch die Idee beim SDG Campus. Man kann jetzt hier in Harburg studieren und kann aber auch Kurse aus München, aus Aachen, aus Hannover, aus Stuttgart, das von der Bauhaus-Uni in Weimar hören. Also jetzt können wir wirklich diese Synergien, die wir haben, wenn wir alle unser Know-how und all unsere Fähigkeiten zusammenwerfen und die gut bündeln und gut strukturieren, dann schaffen wir ja eine ganz andere Qualität als das, was wir vorher hatten. Das ist ja ein irrsinniges Angebot für die Studierenden. Der SDG Campus ist jetzt eigentlich die letzte Stufe, die ich jetzt gerade nochmal gemacht habe, wo wir wollen wir eben das Internet und das gemeinsame Lernen dafür nutzen wollen, auch die Nachhaltigkeitsziele der UN anzugehen und umzusetzen. Ich weiß nicht, ob es allen bekannt ist. Es gibt hier diese 17 Nachhaltigkeitsziele, wo es darum geht, Hunger, die Armut zu bekämpfen, Energiekrise zu lösen, Klimakrise, nachhaltige Städte, nachhaltige Produktion und so weiter. Also viele wichtige globale Themen. Dafür braucht es sehr viel Wissen und dafür braucht es auch so ein Mindset, dass man die Dinge ändern will. Und wir haben uns jetzt zusammengeschlossen als 8 technische Universitäten in Deutschland, die das aufbauen. Wir packen also alle zusammen in diesen SDG Campus Kurse aus München, aus Aachen, aus Hamburg, Hannover, Stuttgart, Dresden. Also wirklich ein tolles Spektrum an wirklich tollen Leuten, die interessante Sachen zu sagen haben und zu erzählen haben. Und die ordnen wir immer diesen SDGs zu. Also was für technische Lösungen gibt es denn eigentlich, wenn man das Hungerproblem lösen will oder wenn man über nachhaltige Produktion nachdenkt oder wenn wir Mobilität in Städten nachdenken oder Kreislaufsysteme oder Energiewende, all diese großen Themen. Und da gibt es jetzt eben für diese 8 technischen Universitäten tolle Leute, die tolle Kurse anbieten, alles for free sozusagen, was wir auf einem Niveau machen, was so, sagen wir mal, Anfang Bachelor-Niveau ist. Das heißt, man kommt eigentlich mit so einem soliden Grundlagenwissen kommt man durch, wenn man sich dafür interessiert. Also es braucht jetzt nicht 3 Jahre Mathematik, bevor man es versteht, sondern man kann eigentlich direkt loslegen und lernen. Und jetzt kommt eigentlich das Tolle daran. Wir machen in jedem dieser SDG-Bereiche, also jedes dieser Nachhaltigkeitsziele, gibt es aufbauende Systeme von Grundlagen und Vertiefung. Und am Ende gibt es immer so Projektaufgaben, die wir jetzt ein bisschen verstehen als Pioneer Groups. Die Idee dabei ist, wir versuchen Leute zusammenzubringen, die dann diese Grundlagen schon beherrschen und die sich mit einem realen Problem auseinandersetzen sollen und dieses Problem versuchen sollen zu lösen oder einen Lösungsansatz dafür zu finden. Deswegen so ein bisschen Pioneer Groups, weil die jetzt nicht nur nachkauen sollen, was das schon gibt, sondern die sollen versuchen, neue Wege zu finden, neue Lösungen zu finden. Denn irgendwann wird irgendjemand das Energieproblem, das Hungerproblem, das Mobilitätsproblem lösen. Wir wissen ja nicht wer, aber irgendjemand wird es sein. Und je mehr Leute wir damit in Verbindung bringen und auch dieses Mindset bei denen in den Kopf bringen, naja, die Zukunft steht ja nicht fest. Man kann sie gestalten. Und vielleicht bist du genau der, der es gestalten kann. Also mach mal. Da wollen wir die Leute hinbringen. Es gibt auch ein Zertifikat am Ende, was man zusätzlich zu seinem Studium machen kann im SDG Campus. Das ist ein sogenanntes T-Shape-Format, was in Amerika häufiger gibt. Das heißt, man studiert den T-Sockel, wenn man so will. Also sein normales Studium studiert man so wie immer. Also was auch immer das ist, Germanistik oder Maschinenbau oder sonst was. Und dann packt man aber so einen T-Deckel oben drauf mit 30 Leistungspunkten. Und der geht eben um Nachhaltigkeitstechnologien. Das heißt, jede Disziplin studiert ganz normal ihr Studium, aber man kriegt so 30 Leistungspunkte-Deckel. Das entspricht ungefähr der Leistung von einem Semester mit Nachhaltigkeitstechnologien. Und wie gesagt, eben nicht nur wissen, sondern auch anwenden. Wenn man solche Projekte dann am Ende macht, diese Pioneer Groups, ist natürlich super, wenn die interdisziplinär besetzt sind. Das heißt, es gibt Ingenieurinnen und Ingenieure, dann gibt es vielleicht Leute aus dem Bereich Jura oder Wirtschaft oder vielleicht Soziologie oder so, dass man, weil das sind ja alles Aspekte. Energieproblematik haben wir schon lange gelöst, wenn man das nur technisch lösen müsste. Aber muss man eben nicht nur technisch lösen, sondern es sind tausende Aspekte zu bedenken. Verwaltungsstrukturen, rechtliche Strukturen, Akzeptanz von Windkrafträdern und so weiter und so weiter. Das sind ja tausend Dinge, die miteinander zusammenspielen. Es wäre jetzt auch denkbar, dass man diese Pioneer Group auch als Hackathon-Format macht. Wäre auch denkbar, das als Summer School zu machen. Also wir sind unterschiedliche Formen. Wie man es jetzt am Ende macht, muss man dann schauen, was die Kreativität der Leute, die es anbieten, dann auch so hergibt. Wir haben uns auch überlegt, vielleicht solche Sachen auch in der virtuellen Welt zu machen, mit Avataren, wo dann Leute sich vielleicht auch international zusammensetzen können und zusammen Probleme lösen können. Da gibt es auch tolle Beispiele von der RWTH Aachen, vom Kollegen Herbert Nacken, der da viel Erfahrung mit hat. Also wir suchen jetzt eigentlich so lauter gute Ideen zusammen und probieren Dinge aus, was funktionieren kann und was am Ende dabei rauskommen kann. Also die Universitäten machen ja viele Praxissachen und
hier hat man natürlich auch die Möglichkeit, diese Orte, wo man praktisch arbeiten kann, auch zu nutzen, wieder für den SDG Campus. Wir haben jetzt an der TU zum Beispiel so ein sogenanntes Working Lab eingerichtet. Das früher hieß das Studierendenwerkstatt, jetzt heißt es ein bisschen moderner und hat aber auch viele moderne Dinge dabei, also von Lasercuttern über 3D-Drucker und natürlich auch Metall- und Holzbearbeitung und Elektronik und die Dinge auch alle. Und das sind natürlich auch Orte, wo die Studierenden dann rein praktisch wieder was machen können. Diese Formula Student, die gibt es ja übrigens auch für selbstfahrende Autos und auch für mit elektrischem Antrieb. Also da passiert auch tatsächlich Innovation. Innovation, die auch dann wieder wichtig ist für die Automobilindustrie. Das, was wir hier machen, wird auch dann von der Industrie schon sehr gut beobachtet und auch gesponsert, auch begleitet und betreut. NXP, ein Halbleiterhersteller hier in Hamburg, der betreut das sehr eng, weil eben diese ganze Frage von autonomem Fahren natürlich total wichtig ist. Und wenn die Studierenden haben, die sich mit solchen Themen auf dem Niveau auseinandersetzen, und zwar selbst organisiert und selbst strukturiert, was Besseres kann denen ja gar nicht passieren. Also das ist ja irre, was da für Sprünge passieren. Das ist nicht nur Spielerei, sondern da passieren auch wirklich technologisch anspruchsvolle, tolle Sachen. Naja, und wir versuchen es eben jetzt nochmal stärker in Richtung Nachhaltigkeit auch zu machen, dass man eben auch solche Nachhaltigkeitsprojekte, gibt es auch schon bei uns an der TU, aber nochmal stärker solche Nachhaltigkeitsthemen in den Fokus zu nehmen. Also es gibt hier Projekte zu Algenplantagen auf dem Meer, wo man eben sowohl das CO2 als auch das Ernährungsproblem vielleicht lösen kann. Es gibt ganz, ganz viele tolle Beispiele, jetzt schon überall in Deutschland. Wenn man sich mal anguckt, woher kommen denn eigentlich diese Innovationen, dann sind das nicht einzelne kluge Leute, die irgendwie unter der Dusche einen brillanten Gedanken hatten, sondern auch, wenn man sich anguckt mit Bill Gates oder Musk oder andere, dann waren die immer eingebunden, natürlich erstmal in so eine Struktur, Studienstrukturen und so weiter. Also die wussten auch schon was. Die waren nicht einfach brillant und hatten eine brillante Idee, sondern die wussten was, die haben was studiert, wussten was. Und die hatten natürlich auch immer ein Umfeld. Die hatten Leute, mit denen sie Dinge zusammen machen konnten und ausprobieren konnten. Die hatten aber auch ein gesellschaftliches Umfeld, was auf einmal irgendwie so weit war, dass da was passieren konnte. Also es ist nicht so vom blauen Himmel gefallen, wie man das manchmal so denkt, wenn man die Geschichten liest. Dann erkennt man schon auch, es gab immer so Strukturen, Bewegungen, Strömungen, Leute, mit denen sie es zusammen gemacht haben, Vorwissen, auf was sie aufbauen konnten, Erfahrungen, die zusammengeflossen sind. Und das wollen wir tatsächlich in diesen Pioneer Groups auch ganz bewusst fördern, dass eben Leute zusammenkommen, die dann irgendwie sich für ein Thema auch mal verantwortlich fühlen. Und dann, genau, das wäre super, wenn man dann sagt, so, komm, daraus machen wir jetzt ein Startup, daraus machen wir ein Patent, daraus machen wir eine neue Technologie, eine neue Entwicklung. Das ist super. Und wenn ganz viele Leute drüber nachdenken, dann passiert das auch. Aber ich glaube, was mir total wichtig ist, ist, dass die Leute die Zuversicht nicht verlieren. Also, dass man muss immer mit so einem zuversichtlichen Gestaltungswillen in die Welt gucken. Man darf sich nicht einschüchtern lassen von den Dingen, die möglicherweise zu groß wirken, sondern muss immer mit dem Gestaltungswillen drauf gucken und sagen, ist vielleicht eine Herausforderung, aber ist vielleicht auch eine Chance und man kann was draus machen. Man muss die Dinge so gestalten, wie man sie gerne hätte. Die Zukunft steht nicht fest. Wir machen die Zukunft. Jeder einzelne von uns.